Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere heutige Folge beginnt mit einer tollen Vermittlungsnachricht. Die vor einer Woche vorgestellte Schäferhündin Stella hat neue Menschenfreunde gefunden. Sie darf in ihrem neuen Zuhause wieder ein Grundstück bewachen und wird eng zur Familie gehören. Das ist für die ältere Hündin ein großes Glück. Unsere erste Vorstellung für heute ist ein getigert weißer Kater, der am 19. April in der Arche Noah abgegeben wurde. Ein Mann fand den Kater angefahren an einem Bahngleis bei Aschara und nahm ihn mit. Da sich aber weder die zuständige Gemeinde Aschara noch ein aufgesuchter Tierarzt für den verletzten Kater verantwortlich fühlten, brachte der Mann den Kater zur Arche Noah. Dort wurde er tierärztlich versorgt und behandelt. Zum Glück hatte der Mietzer keine Knochenbrüche, sondern nur Prellungen und fühlte sich schon wieder sehr gut. Für den schönen, noch etwas scheuen Kater sucht die Arche Noah nun ein neues Revier. Er soll unbedingt Freigang bekommen, denn in geschlossenen Räumen fühlt er sich nicht sehr wohl. Das Katerchen wird auf ungefähr 1,5 bis 2 Jahre geschätzt. Es dauert etwas, bis er Vertrauen zu Menschen hat, aber er kann ja auch noch etwas traumatisiert von seinem Unfall sein. Eingesperrt gefällt es dem Katerchen gar nicht. Er braucht dringend Katzenfreunde, die ihm ein freies Katzenleben mit Anschluss geben können. Die zweite Vorstellung hat ein kleines, getigert weißes Katzenmädchen von ungefähr 5 bis 6 Monaten. Sie wurde in Gotha Siebleben in der Clara-Zetkin-Straße gefunden. Ab 28. April wurde die Katze von Anwohnern beobachtet und weil sie nicht wieder wegging, 2 Tage später zur Arche Noah gebracht. Es ist ein rolliges Katzenmädchen und wahrscheinlich auf Partnersuche gewesen. Das Mädchen ist sehr verspielt und mag Menschen sehr. Für sie werden die Besitzer gesucht. Vielleicht kommen sie aus dem Umkreis der Fundgegend. Sie könnte auch länger unterwegs gewesen sein, da in ihrem schönen Fellchen sich schon Flöhe und Zecken zu Hause fühlten. Sollte sich für das Kätzchen kein Besitzer melden, sucht es nach der Kastration ein neues Revier mit ganz lieben Menschen.